Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3, Hearts of Stone. Und wo ist eigentlich Batman? Fällt mir bei dem Mond immer ein. So, wir haben in der letzten Folge haben wir erfolgreich ein paar alte Leute verprügelt und auseinandergepflückt. Das finde ich ganz gut. Jetzt aber müssen wir gucken, wie wir weitermachen wollen. Das weiß ich nämlich... was mache ich denn? Ich wollte ja gerade irgendwie Drag and Drop machen aus irgendeinem Grund. Anfangskosten 5000 Kronen. Ja, Rose auf einem roten Feld, suche in Bogendorf nach Hinweisen auf den Mord an Kluivert mit Hilfe deiner Hexersinne. Da können wir gleich weitermachen. Der weiße Wolf, der Schlechter von Blaviken. Geralt hat auf seinen Abenteuern schon so manchen Spitznamen bekommen. Den Namen Katzenauge erwarb er sich bei seinem Abenteuer mit Olgiert, als eine kecke junge Frau, in dessen Gefolge den Hexer zum bestgeeignetsten kürte, um den oder die Mörder ihres Freundes Kluivert aufzuspüren. Der hieß auch vorher schon Katzenauge. Ich könnte schwören, die hieß er nicht früher, also davor schon, also... Ich meine, oder generell werden die Hexer nicht auch Katzenauge genannt, weil die... Oder naja, eher Schlangenauge manchmal wahrscheinlich. So, ich würde sagen, wo müssen wir hin? Auf dem Weg dorthin jedenfalls, wir sind am Haus des Kräuterkundlers und da unten sind wir. Warum ist das hier so neblig eigentlich? Kommen wir da gar nicht mehr hin? Pass auf, ich mach mal Folgendes. Wir sind beim... Was ist denn das? Ach, ein Schleifstein, einmal mitten in der Gegend. Na gut. Aber das verlassenes Anwesen. Da ist noch ein Eingang zu einer Höhle. Hier haben wir auch noch ein Fragezeichen. Warum ist da ein nicht erkundeter Ort? Warum? Mittendrin. Vielleicht ist er neu. Okay, ich würde sagen, wir reisen erstmal, weil wir die Fragezeichen ja mitnehmen müssen. Nehmen wir erstmal ganz kurz die Abkürzung übers Ortsschild und dann gehen wir zu den Fragezeichen. Dann haben wir es ein bisschen näher. Mann, der arme Lehrling. Was für ein unrühmliches Ende. Das hat er wahrscheinlich nicht gedacht. Vor allem, was schreibst du an den Eltern? Ihr Sohn wurde gegessen. Bisschen schwierig. So, wir klappern mal ganz kurz die Fragezeichen da hinten ab. Vielleicht machen wir heute nur Fragezeichen. Das kann passieren. Ich warne nur schon mal vor. Denn wir haben... So, denn wir haben da hinten ein ganzes Bataillon. Und da die alle so nah beieinander liegen, würde ich gerne hier die Fragezeichen-Rundreise machen. Aber dann haben wir die auch alle weg. Das ist wie so ein Pflaster, ne? Wenn wir das alles auf einmal machen... Gut, so ein Pflaster ziehst du jetzt nicht in 2x40-Minuten-Folgen ab. Da sind immer noch Portale. Hier sind wir wieder. Ja, ja, ich erinnere mich. So, da haben wir damals Philippa gesucht. Philippa! Huch, Entschuldigung. Sah ein Knab ein Blümlein stehen. So, hier waren wir schon. Da ist die Nummer durch und auch alles verlassen. Das finde ich sehr gut. So, und wir reisen. Wir reisen einfach mal. Reiten? Nein, wir reisen. Reise. Wir reisen einfach mal da drüben hin. Hätten wir wieder mit Plötze machen können, aber quer durch den Wald ist das immer so ein bisschen schwierig, weil er sich so gerne. Der bleibt so gerne an Bäumen hängen. So. Da sind wir ja auch schon. Wahrscheinlich eine verlassene Stätte. Ja, sag ich doch. Was um Gottes Willen ist das? Ist das eine riesige, fette, schwarze Spinne oder Ameise oder was ist? Ich weiß gar nicht. Heddel. Auf jeden Fall mehr als eine. Ein Arachnomorph. Interessant. Waren mal Menschen, sind jetzt Spinnen. Und hier ist auch alles zugequanzt mit deren Schleim. Ihhh. Boah, Alter, ihhh. Hör auf! Boah, sind die Ekler flink. War's das? Nein, offenbar noch nicht. Die sind ja ekelhaft flink, die Biester. Okay, hier lässt sich eh nichts machen. Ich dachte, wir kriegen ja wieder ein paar interessante Witcher-Spuren. Ihhh.
Sieht aus wie ein Jungzimmer in der Pubertät. Entschuldigung. Billige Witze sind auch die besten. Okay, ich weiß, wir sollten wahrscheinlich eher Feuer nehmen. Hey! Jetzt war es das aber. Und da kommen die Leute zurück. Ich hoffe, die räumen hier auch mal auf. Ich hoffe, das Gequaddel bleibt nicht liegen. Ich vermute, das Gequaddel bleibt liegen, oder? Die leben einfach damit. Die räumen hier nicht auf. Die spritzen das nämlich. Also, ich meine, mit Wasser. Mal eben ab. So. Gerald, zufriedener Blick. Ja, hab ich ganz gut gemacht. Freue mich, dass Sie da sind. Junge! Okay, Gequaddel ist offenbar weg. Dann finde ich das ja direkt noch cooler. Ich dachte, das bleibt alles so. Frag doch mal die Alten aus dem Wald. Chitinpanzer. Kleines blaues Mutagen. Was ist denn los? Okay, keine Gesprächsoption. Ich dachte gerade, wir können wieder irgendwie helfen. So, das andere Viech holen wir uns auch nochmal. Dann geht's gleich weiter zum nächsten Fragezeichen. Dann machen wir eine schöne Rundreise. Und jetzt wissen wir, vor Arachnomorphen muss man keine Angst haben. Achso, da ist die irgendwo. Wir sahen bereits einst einen Arachnomorph im Walde. Als Schemen vorbeihuschen. Was denn? Sei gegrüßt. Ja, hi. Pass auf, wir gehen mal gleich weiter. Nächstes Fragezeichen ist das da hinten. Dann reisen wir da wieder zurück. Da machen wir dann eine kleine Tour, einfach mal. So, natürlich müssen wir noch wissen, wie es weitergeht, alles in allem. Wir müssen ja noch den Giernot, oder wie der hieß hier, ne? Der Herr Giernot, da müssen wir auch nochmal vorbeischauen. Und ganz ehrlich, befreundet sind wir mit dem ja nun auch nicht wirklich. Aber die Frage ist natürlich, wenn der Djinnmann, ich nenne mal Djinnmann, wenn der den... Ach, hier ist gleich der nächste Ort und schon wieder diese Arachnomorphen. Was ist denn da los? Hey, Freunde. Hat da jemand geschrien? Giftextrakt. Ja, traut sich wohl nicht ganz. Ich hoffe, das ist okay, dass wir die umlatzen. Nicht, dass sie sich wieder zu Menschen verwandeln können. Und wir nehmen ihnen jetzt jede Chance auf ein schönes Leben. Was war das für ein Schrei? Hier ist noch ein Hütchen. Donnerlütchen, was für ein Hütchen. Hier ist aber, glaube ich, nichts, ne? Hier ist einfach nur diese komische Hütte, da ist aber nichts drin, die steht einfach nur so rum. Was ist denn das für ein Schrei? Ah, da oben fliegt wieder irgendwas. Da sieht man noch die Schwingen, okay. Ich wollte mal eben ganz kurz... So, du kleiner Arachnomorph, Arachnosmurf. Das war Ditte. Schwert Nummer 2 bitte wieder wegstecken. Hier ist er noch irgendwo da. Und jetzt gucken wir mal, was uns hier... Wo ist denn das? Da oben rein müssen wir irgendwie. Offenbar wurde die ganze Gegend von Arachnomorphen überrannt. Oder die haben sich gegenseitig gebissen und sind dann alle mutiert. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das war die Bevölkerung, die hier einst mal lebte. Wie die aus dem Boden gepfeffert kommen. Was ist denn da los? Wie viel sind das noch?
Das war aber sonst nicht so. Und wo willst du hin? So, den Alghul haben wir schnell weggeschmiert, bevor der seine Stacheln ausgefahren hat. Da wollte ich gerade mal einfach reindreschen. Man nennt mich auch Fremddrescher. So. Das war er. Wo hat er denn seinen Scheiß da? Ach, nur mutagen. Na gut. Wenn er tot ist, mutagen. So ist es eben. So, kleines blaues mutagen. Da machen wir nochmal was aus. Grabsteine lesen geht ja wahrscheinlich wieder nicht. Leider. Hör doch gerade noch was. Nicht. So, hier. Und dann gucken wir mal ganz kurz da oben, was uns erwartet. Vielleicht noch mehr Angriffe. Silberne Smaragdkette, die wird uns was bringen. Silberplatte. Da ist nichts. Ich glaube, das ist es hier gewesen. Ich glaube, das war auch der Schatz gerade. Damit haben wir hier alles abgeklappert. Das war dieses Fragezeichen. Ich muss hier aber leider ein bisschen durchmetzeln gerade. Zwei Fragezeichen nebeneinander. Das heißt aber, dass beide auch wahrscheinlich bewacht sind. Das könnte ein bisschen schwieriger werden. So, diese Stätte ist befreit. Arachnomorphen sind auch kein Problem mehr. Geralt ist mal wieder der Held des Tages. Nachdem er gestern zwei alte Menschen umgenietet hat. Naja, warum auch nicht? So. Wir müssen jetzt da irgendwie hoch. Da ist noch so eine windschiefe Hütte. Dann probieren wir mal unser Glück. Und wie man sieht, da ist auch schon das erste Fragezeichen. Ich frage mich nur... Na, ich hoffe, wir kriegen das hin. Weil zwei Fragezeichen sind. Und jetzt haben wir ja auch etwas stärkere Monster drin. Aber ganz ehrlich, die kriegen wir auch noch klein irgendwie. Stacheier. Da leuchtet etwas. Was, war das ein Ghoul, der da rumlief gerade? Ah ja, ein Ghoul. Zeig mir, was du zu hast. Oh, Alter. Alter, die sind aber ein bisschen stärker jetzt. Nein, Mist, ich habe noch die Katze da drauf liegen. Na egal. Ich wollte eigentlich das Wässerchen trinken. Auf Z. Ja, da komme ich auch gar nicht hin. So, bin ich einfach mal durchgerast. Und da kommen die Leute wieder. Schon wieder eine verlassene Stätte. Da liegen noch die Leichen. Ach, wie schön. Ihre alten Freunde und Familien. Mal gucken. Ich hoffe, die räumen die Leichen dann aber auch weg. Das wäre... Das gebietet doch der Anstand. Geralt wieder sehr zufrieden. Da strahlt das Alter, Katzenauge. Was ist denn los? So. Und da spielen wieder Kinder. Ich hoffe, sie singen nicht wieder seinen Namen. Das ist so ein bisschen Unbehagen. So, gleichzeitig haben wir aber noch eine Stätte leer geräumt. Nicht nur eine Stätte, sondern Dinge. Bitte was? Kinder? Boah, wie er sich auch noch freut, Alter. Was? Warum heißt du Weißer Wolf? La 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 la. Und pult in den Leichen rum. Was? Das kannst du mit der heutigen Zeit ja gar nicht mehr vereinbaren. Wo ist es denn heute noch möglich, dass Kinder einfach mal eine Leichenverbrennung beiwohnen? Hm? Ich sag ja, die Kleinen sind alle viel zu verweichlicht. Einfach mal eine ordentliche Leichenverbrennung. Du könntest dich nützlich machen. Und ich war mal ein Mann. So.
Hier nehmen wir mal ganz kurz alles raus. Und da drüben machen wir noch, da ist auch noch irgendein Ghoul. Was ist mit den Kindern? Ich hoffe, die singen nicht wieder so gruselig. Wer weiß. Ein Kaufmann. Okay. Irgendwo saß ja noch eine Leiche rum, die irgendwas bei sich trug. Da. Knut Kreuzmanns Tagebuch und ein hundsgewöhnlicher Schlüssel. Ah, ein hundsgewöhnlicher. Kein gewöhnlicher, sondern ein hundsgewöhnlicher. Eine überraschende Erbschaft. Na, dann wollen wir mal. Überraschende Erbschaft mit einem hundsgemeinen, hundsgewöhnlichen Pflege dein Schwert. Ist das ein Questgegenstand? Jawohl. Knut Kreuzmanns Tagebuch. Kulik Kulikow und seine Männer sind damit beschäftigt, die Jagd vorzubereiten und so habe ich einige Augenblicke, also mein Name ist Knut Kreuzmann und ich habe einige Augenblicke, die ganze unglaubliche Geschichte nun niederzuschreiben. Vor einer Woche kam ich nach langer Reise daheim in Ochsenfurt an und fand einen Brief meines Anwaltes vor. Meine Tante Helena war endgültig im Jenseits und hatte mir all ihren Besitz hinterlassen, so auch ihre Hütte in der Nähe von Novigrad. Der Brief enthielt eine Kopie ihres Testaments und den Schlüssel zu einer Truhe, in der sie ihre Ersparnisse verstaut hatte. Ich erinnerte mich daran, wie meine liebe Tante ihren Gästen immer nur Wasser und Brot vorgesetzt hatte und war daher sicher, dass sie in ihrem langen und von Geiz geprägten Leben eine gute Stange Geld angespart haben würde. So eilte ich wie der Blitz zur Hütte meiner Tante, um ihr meinen Respekt an ihrem Grab zu erweisen und natürlich, um einen Blick in ihre Truhe zu werfen, denn ich wäre nicht Knut Kreuzmann, wenn ich diese Gelegenheit vertun würde. Doch als ich dort angekommen war, fand ich die Hütte in Trümmern vor. Die Nachbarn behaupteten, ein Greif habe sich in den Ländereien meiner Tante niedergelassen. Da stand ich nun ein Vermögen direkt vor meiner Nase, doch keine Möglichkeit, es zu bekommen. Daher eilte ich zurück nach Ochsenfurt und dort zur Taverne zur Alchemie, so schnell mich meine Füße trugen, denn ich hatte gehört, dass der berühmte Kulik Kulikow und seine Leute nach ihrem jüngsten Abenteuer dort ihre Pferde tränken würden. Wir wurden uns schnell einig. Er sollte einen Teil dessen bekommen, was wir in der Kiste finden, und zogen los, um diese verdammte Plage auszulöschen. Nun sitze ich hier und sehe zu, wie Kulikows Männer eine Balliste laden. Ich schreibe all dies nieder, um meine Nerven zu beruhigen und die Zeit zu vertreiben. Der Spaß kann jeden Moment losgehen. Der Knut Kreuzmann. Freue ich mich. Guck mal hier. Da ist die Balliste. Hier sind ein paar ordentliche Federn. Scheint ja gut geklappt zu haben. Apropos hundsgewöhnlich. Hier ist die Balliste und ich glaube, das Vogelviech, was wir da hinten gesehen haben, ist wahrscheinlich genau das, was wir jetzt mal eben besuchen dürfen. Tja, einmal lasse ich so ein Ding aus und schon ist es eine Quest. Gibt's doch gar nicht. Ich hatte noch überlegt, ob ich hinreite und dann dachte ich mir, nee, das machst du sonst immer. Jetzt bleibst du einfach mal ganz hart am Ball und hart am Wind und machst die Fragezeichen geschwind. Hat aber nicht so gut funktioniert. Ich bleib mal Schutzschild. Ich weiß, Feuer ist immer gut. Oder hier eine kleine Bö wäre in diesem Fall vielleicht auch nicht das Schlechteste. Okay, ich sollte vielleicht nochmal den Schild verwenden. Das Gute an dem Schild ist, ich kann jetzt halt ohne Ende reinballern und muss nicht sofort abhauen, wenn ich angegriffen oder zurück angegriffen werde. Das ist halt der immense Vorteil und deswegen versuche ich auch am Anfang immer so ein bisschen reinzuhacken, so gut es geht. Hätte es nicht gereicht, hätte ich natürlich ein bisschen das Weite gesucht. So, das war also die Hütte von der Tante. Mhm. Sieht der gut aus? Vielleicht falle ich diesmal auch nicht... Hallo. Also Falltüren, ne? Die sind echt immer kacke. Hua! Ist ja fast wieder reingefallen. Deswegen heißen die wahrscheinlich auch Falltüren, weil es mal fällt. So, na, da hat die Tante ja richtig einen schönen Keller. Zwergenschnaps, bisschen Gesüppel natürlich und letzten Endes auch die Truhe. 6. Willst du mich verarschen? Das ist die Erbschaft?
Ich meine, Schemata, schön und gut, aber das ist die Erbschaft? Wieso, warum? Die Tante soll richtig fettreich gewesen sein und dann hat die nur so einen Kack. Naja. Jetzt wissen wir zumindest, warum das zwei Dinger waren. Die verlassene Stätte passte natürlich ganz gut. So, das waren diese Fragezeichen. Also wir metzeln uns da heute echt gut durch, ne? Muss man mal sagen. Also ist schon erfolgreich. Bin ein bisschen stolz auf dich. Jetzt gehe ich mal erstmal dahin und von da aus gehen wir dahin. So machen wir es, ne? Hast du recht. So, wenn du das so sagst, dann will ich mal auf dich hören. Da unten ist eine Garnison von Krabben. Da habe ich jetzt aber gar keine Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Ich werde diese Kämpfe einmal mal versuchen zu umgehen. Schrägstrich zu vermeiden. Ist hier irgendwas? Nein? Es sah so aus, als könnte dort was sein. Hier irgendwas? Nein. Okay, da haben wir noch ein paar Häuserchen. Da will ich noch mal ganz kurz gucken. Vielleicht ist es ja ein Dorf. Vielleicht ist es ja irgendwas. Wo kommt die denn her? Es ist ein Dorf. Okay, wir locken die Krabbe nicht her. Es ist kein Dorf, es ist ein Holzfällerlager. Was willst du? Ich wollte mal gucken, ob jemand eine Queste hier hat, aber offenbar ist das einfach nur so ein Lager. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Ja, doch die Fresse. Wir hassen dich alle, deswegen nerven wir dich. Na, was guckst du? Na, ich war nur mal interessiert. Dann gehen wir ganz kurz hier. Dann hier zum nächsten, ne? Hier so außen rum, dann können wir bei Erde reisen. Oder da ist auch noch eins. Schwierig. Da und da. Komm, machen wir das so. Nein, ach, hier unten ist ja auch noch eins. Dann gehe ich erstmal da rum. Stimmt, habe ich vergessen. So. Die große Fragezeichenrunde heute. Aber kriegen wir relativ geschickt hin. Apropos, was ist das denn hier? Ich sollte mich ein wenig umsehen. Von Ophir ist ferngestartet. Schon wieder von Ophir. Hier fand wohl ein blutiger Kampf statt. Die Leute der Karawane hatten keine Chance. Die Spuren führen nach Norden. Ja, so viel dazu. Direkt wieder eine Quest getriggert. Ganz schön viele Spuren. Und warum kommen hier auf einmal so viele aus Ophir an? Die Spur verliert sich hier. Ich muss mich umsehen. Vielleicht kann ich sie wieder aufnehmen. Ja, mit Sicherheit. Hier ist zum Beispiel ein abgerissener Baumstumpf. Hier wurde jemand verwundet. Er fing an, stark zu bluten. Blut hat einen metallischen Geruch. Warum kann ich dem nicht folgen? So, hier entlang. Da. Ich sehe das zwar nicht so richtig hier. Da ab und zu sieht man hier so ein bisschen... Ah, guck mal hier. Was mag das wohl bedeuten? Die haben wahrscheinlich eine Geisel genommen. Die Blutspur gehört zur Geisel. Sie hier sterben zu lassen, wäre zu riskant gewesen. Ich habe die Spur verloren. Ich muss mich nach etwas anderem umsehen. Privatdetektiv Gerald Geraldsen. Hab irgendwas fieses Brüllen gehört. Ich dachte, ich guck mal. Nach was anderem umsehen. Das hier ist die Blutspur. Vielleicht doch der Kollege am Baum. Hier ist der Kollege am Baum. Den haben wir ja schon untersucht. Gefunden. Sie führt dort lang. Also hier lang. Bitte keine Wölfe. Ich speichere mal eben. Oder Schlimmeres. Wer weiß, was das ist. Mal gucken. Vielleicht greifen die uns ja nicht an. Was ist denn das hier? Nanü? Die Spur endet hier. Unter dem Dreck und Staub verbirgt sich eine Falltür. Ein Geheimgang? Offenbar. Dann wollen wir mal schauen. Nein! Nicht schon wieder. Ah, die beiden Viecher waren hier unten. Deswegen. Ah, die kommen natürlich auch direkt schon angescheißert. So, dann mache ich mal gleich mit denen hier. Aua. Diese Raubritter. So, ja. Na, nicht schon wieder. Vor allem mit dem Schild kann ich hier unten sehr schlecht ausweichen.
So, ich gehe mal hier wegen dem Schubsen. So, was los? Wolltest du was sagen? Da haben die hier echt so eine fette Höhle reingebaut, mitten im Lande. Kollege, hm? Na, dann schauen wir doch mal. Da hinten haben wir noch was, da leuchtet es fröhlich vor sich hin. Ach, wir sind wieder im Witcher-Modus hier die ganze Zeit, im Hexer-Modus. Was haben wir denn da? Rüstungsschema. Schon wieder ein unübersetztes Rüstungsschema. Ich glaube, da kriegen wir noch was Schönes. Brief mit Befehlen. Lies den Brief, den du gefunden hast. Das tun wir natürlich direkt. Halte, es muss ein Questgegenstand sein. Robbe, du hattest einen ganzen Monat Zeit. Und? Nichts. Keine Fortschritte. Das Schema ist genauso unverständlich wie am Anfang. Das war's jetzt. Schluss mit dem Gedöns. Du wirst jetzt Folgendes machen. Behalte ein Schema und sieh es dir an, bis du auf etwas stößt. Und den Rest schickst du an die anderen Lager. Vielleicht sind einige der Jungs da weniger begriffsstutzig und schaffen es, dieses scheiß Gekritzel in irgendwas Brauchbares zu übersetzen. Diese Alchemisten beim Bienengarten haben ihr halbes Leben mit Büchern verbracht, also schick ihnen eine der Zeichnungen. Schick noch eine an den Trupp in den Ruinen des Ziegelbaus am See. Einer von den Kerlen sollte angeblich zum Priester geweiht werden. Er spricht auch andere Sprachen. Und in unserer Transferbasis im Sumpf bei dem verlassenen Dorf gibt es einen ehemaligen Bibliothekarsgehilfen. Schick mir das dritte Schema, Ulrich. PS, versucht zur Inspiration mal das hier zu übersetzen. Robbe KN Mieche Om Aerschola Ecke IN. Schön. Durchsuche die übrigen Banditenlager. Hm, das machen wir natürlich gerne. Direkt mal einen neuen Geheimauftrag bekommen. Kriegen wir noch ein paar schöne Schemata. Hoffe ich zumindest. Hier oben ist... leider nichts. Das war's hier. Und die Schemata lassen wir uns natürlich übersetzen bei unserem Freund. Hoffentlich dem Runenmann. Das wäre schön. Schön. Das wäre sehr schön. So, ich suche die üblichen Banditen... die übrigen Banditenlager machen wir natürlich auch gleich. Aber erstmal... haben wir noch was anderes vor. Wir haben nämlich noch ein Date mit ein paar Fragezeichen. Haben wir das einfach mal so gefunden. Irgendwo auf der Straße. Nicht unweit eines Fragezeichens. Wachturm von Vic. Vaporup. Okay. Da gehen wir natürlich gleich mal hoch und gucken mal, was da auf uns wartet. Wahrscheinlich nichts Freundliches. Hey, das ist ein Portal. Versteckter Schatz. Wieso ist da ein Portal? Ah, okay. Freunde. Mal gucken, ob es funktioniert. Nö. Ich versuch's trotzdem immer wieder. Okay. Halt, 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 halt. Ah, haben wir schon ausgewählt. Nein, 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 nein. Die wollte ich. So, du Süße. Und euch packe ich noch schön neuen Sand im Käfig, weißt du? Nein, oh Mann, schon wieder scheiß Katzenauge auf euch. Ich muss das dringend mal... Schnauze! Tweety. So, das war das. Ein paar lecker Harpien-Omelettes können wir da noch machen. Und weißt du was, dann ich meditiere gleich mal eine Runde. Leg mir aber vorne mal... Dann mache ich Katzenauge lieber auf Z. Das brauchen wir nicht so oft. So, warte. Dann mache ich mal eben, das tausche ich mal eben ganz kurz. Wasser hier hin. Verbesserte Katze da hin. Rohes Fleisch brauchen wir da eigentlich gar nicht. Na gut, egal.
bis 12 Uhr. Kleines Mittagsschläfchen. Kann man niemandem verwehren. Wetter ist immer noch scheiße. Werde ich mal rausschmeißen müssen, diese eine Mod. Nikolais Vogels Labornotizbuch. Alter, wie viele Quests sind noch? Nikolai, was ist denn los, mein Freund? Wo haben wir dich denn? Nikolas Vogels Labornotizbuch. Fragment von Nikolas Vogels Labornotizbuch. Ich habe die Eier bekommen. Sie haben ein Vermögen gekostet und es bleibt kaum noch... Mann, die Stimmen gehen mir langsam aus. Ich habe die Eier bekommen. Sie haben ein Vermögen gekostet und es bleibt kaum noch genug Geld übrig, um die Miete für mein Labor zu bezahlen. Aber jetzt kann ich wirklich mit meiner Arbeit beginnen. Bald werde ich diesen Erbsenhirn von Admiralen zeigen, dass die Zukunft der Kriegsführung den luftgestützten Armeen gehört. Die erste dieser Armeen wird meine Erfindung sein und stolz den Namen Redanische Luftwaffe tragen. Sie sind geschlüpft. Noch nie habe ich so kleine und, ich wage es kaum zu sagen, so süße Harpien gesehen. Sie haben noch keine Brüste, doch ihre Köpfe sind so groß wie Appetit. Mein Assistent hat bereits zwei Finger verloren. Der Älteste von Heddel eilte in unseren Turm, jammerte verzweifelt über eine Spinnenplage in seinem Dorf, bettelte uns um Hilfe an und trauerte über die Kinder und das Vieh, die von den Arachniden am stärksten gepiesackt werden. Eine Horde geistloser Fresser, die die andere frisst. Wie kann er es wagen, meine Arbeit an der Wunderwaffe mit solchen Banalitäten zu unterbrechen? Statt seines gewünschten Spinnengenozids bekam er eine Flasche mit Arachnomorphenpheromon von mir. Das wird eine Überraschung geben. Aber sagt die Bauernregel nicht, Spinnen und Schlangen sorgen für ein glückliches Heim? Ich bin mir sicher, so etwas gehört zu haben. Alter, was für ein Arsch ist das denn? Was für ein Arschloch? Boah. Unsere Finanzen sind beinahe völlig erschöpft. Ich muss wohl an die eiserne Reserve gehen, die ich vor Hubert in der obersten Etage des Turms versteckt habe. Das meiste Geld geht derzeit für den Ankauf von Schweinefleisch drauf, das die Harpien in unglaublichen Mengen verschlingen. Wenn wir einen in eine redanische Rüstung stecken und bei Hofe präsentieren, vielleicht würde uns dann der König unterstützen? Nein. Das ganze Geschwader muss dabei sein, sonst wird Radovid das Projekt als Farce ansehen. Es scheint, als hätten unsere Harpien keinen Appetit mehr auf Schweinefleisch. Ich fand Fetzen von Huberts Kleidung in einem ihrer Käfige. Kein großer Verlust. Hubert hatte bereits beim Füttern 8 Finger an sie verloren und konnte nicht einmal mehr den Besenstiel halten. Eine Katastrophe. Jemand hat alle Käfige geöffnet und die Harpien freigelassen. Ich bin mir sicher, dass ich sie im Gras vor dem Turm verenden vorfinden werde. Immerhin hat sie seit einer Woche niemand mehr gefüttert. Entschuldigung. Ich glaube, hier ist niemand verendet außer den Leuten selbst. Alter, was für ein Wichser. Entschuldigung, wenn ich hier solche harsche Wortlichkeit gebrauche. Aber das mit den Arachniden? Boah. So, irgendwo hier. Toll, irgendwo hier oben. Ah, haben wir es geschafft. Irgendwo im Obergeschoss soll ja noch eine Truhe sein. Ich gehe trotzdem mal überall gucken. Hier ist gar nichts mehr übrig. Hier ist alles in Schutt und Asche zerlegt. Hier hat niemand überlebt. Offenbar die ganzen Burgen, die ganzen, alles was wir finden von den Burgen, von ehemaligen, sind nur noch Ruinen. Oh. Hier hatten die wohl ihr Nest. Ah. Hey, wieso komme ich da nicht hoch? Hä? Was? Alter, wie kann das... Wie ist das möglich? Hä? Ne. Alter! Was war das denn gerade? Muss ich direkt nochmal speichern. Wie beeindruckend. Da oben ist auch keine Truhe, ne? Da hinten flog noch was. Okay, wir haben hier lauter Nester. Ich weiß aber gar nicht... Guck mal, da hinten fliegt noch irgendwas. Wieder so ein Gockel. Nein. Der Geralt hüpft hier wieder fröhlich in alle Richtungen. Der soll sich doch hier hochklammern. Huch! Was? Nein, nicht dahin! Hö, Geralt, nein! Boah! Puh. Aufschließen. Neumondhosen.
Toll, hat sich richtig gelohnt. Königliche Luftwaffe abgeschlossen. Immerhin haben wir es geschafft. Noch nicht. Noch nicht ganz. Wir müssen erstmal wieder runter. Tja, das mit der redanischen Luftwaffe hat ja gut geklappt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Andererseits... Also normalerweise bei animalischen Instinkten ist es ja so, dass sie zumindest ihre Brutmutter nicht massakrieren. War das der Raum, der da hinten weitergeht? Das war der Raum, der da hinten weitergeht. Okay. Normalerweise hätten die natürlich das erste Lebewesen, was sie sehen, wenn sie schlüpfen, ist ja normalerweise immer... Wird als Mama angesehen. Hat offenbar nicht ganz so gut geklappt. Naja, gefressen. Haben offenbar nicht alles gefressen. So ein paar Leute leben nicht, aber haben zumindest noch Fleisch an den Knochen. Das wundert mich. Guck mal, hier sind alle tot. Warum haben sie die ganzen Toten denn hier runtergeworfen? Das ist auch ein ganz untypisches Verhalten für Harpien. Es sei denn, die haben das als Futterkammer benutzt, aber eigentlich verschleppen die jetzt natürlich die Nester. Und wundert mich, dass dann alle gestorben sind. Naja, alle tot. Oh, wo kommen wir denn hier hin? Da wäre ich fast weitergelaufen. Da finden wir hier immer noch ein paar... Ich wusste gar nicht, dass man hier reingehen kann. Gut, klar, ich bin zum ersten Mal hier. Wie hätte ich das wissen sollen? Aber interessant, ich wäre fast einfach weitergegangen. So, hier schauen wir noch mal ganz kurz. Guck mal, da haben wir noch ein schönes Regalchen. Da... Ich wünschte nur, man würde mal was Besonderes oder hier und da mal was Besonderes finden. Das macht Fallout zum Beispiel anders. Man findet immer mal. Ja, da komme ich nicht. Egal wo man hingeht, man findet immer mal irgendeine Geschichte oder sonst irgendwas. Hier natürlich auch ab und zu mal, aber so hier zum Beispiel würde ich mir gerne noch irgendwelche weiterführenden Infos oder irgendeine ganz andere Geschichte wünschen, die man so findet. Boah, wenn die beiden Programmierstudios. Boah, Alter, wenn die zusammen mal ein Spiel machen würden. Alter Schwede. Das nächste Elder Scrolls zusammen mit CD Projekt. Oder das nächste, Moment, Entschuldigung. Ah, okay, das sind die ganzen Portale unter der Erde. Ah, da wo die Philippa Eilhardt und so, das waren die. Das sind die Portale da unten. Okay, das haben wir. Das war schon relativ groß. Guck mal, hier müssen wir eh hin. Von Ophius fern gestartet, nachverfolgt. Da müssen wir immer noch dahin. Okay. Gut, dann können wir die Fragezeichen ja mit ruhigem Gewissen abklappern. Die übrigen Banditenlager. Eins der Fragezeichen ist also ein Banditenlager. Das wissen wir jetzt schon mal. Aber wir müssen, zufällig müssen wir dahin, weil die Quest uns dahin trägt. Und auf dem Weg dahin können wir uns ja nochmal... Ne, da können wir uns nochmal die anderen Fragezeichen anschauen. Ich würde mehr auf Plätze reiten, wenn wir öfter auf Wegen bleiben würden. Aber da wir hier dauernd nur querfett einlaufen... Was haben wir denn hier? Ach so. Alter, echt? Ernsthaft, ihr Säcke? Ach, schon wieder... Ich sehe hier nichts. Du wirst es nie lernen. Ja. Könnt ihr gerne machen gleich. Oh Mist. Hab noch den aktiviert. Na. So, das war der Kollege. Aua, ich wollte gerade um ihn rum schlawenzeln. Scheiße, hat nicht geklappt. Das gibt's doch nicht. Achso, jetzt wieder auf F, ne? Genau.
Da hat er mich zum Narren gehalten. Wenn wir schon mal hier sind. Lalalala. Da glüht der Looterfinger. So, Nietzsche, Krähenauge, Krähenauge, Hund, Petersilie, natürlich alles mitnehmen. Ding, 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 ding. Gehört ja niemandem mehr, sonst würde ich ja Bauern beklauen. Das wollen wir natürlich nicht. Machen wir natürlich nie. Was haben wir denn hier noch? Krähenaugen nehmen wir natürlich auch noch mit. Haben wir einfach mal gelootet. Und hier ist noch eine Person in Not. Offenbar eine Person. Meine Hütte steht hier immer auf. Meister Topical. Warum steht der einfach nur hier rum? Das ist seine Hütte? Ey, steht uns immer offen, hat er gesagt. Wer ist denn dieser Meister? Ach, ein Kräuterhändler. Na, das ist natürlich allerliebst. Erstmal das Schwertchen wegstecken, dann können wir vielleicht... Können wir mit ihm reden? Ja. Ist jetzt alles in Ordnung? Danke nochmal. Ohne dich wäre ich jetzt Hackfleisch. Mein Name ist Philibert Topical, aber alle nennen mich Meister T. Was brauchst du denn? Pilze? Ein paar Kräuter vielleicht? Ich suche ein anregendes Gespräch. Naja, schade. Zeig mir, was du zu bieten hast. Okay, nichts, was wir momentan brauchen könnten, wie es aussieht. Ja, davon haben wir eigentlich inzwischen genug. Na gut, ich glaube, da können wir nichts brauchen. Tschüss. Bis dann. So, Person in Not, geholfen. Und so wird's gemacht. Zwei Banditenlager müssen wir noch durchsuchen. Eins haben wir schon durch Zufall gefunden, wenn wir mal ehrlich sind. Da haben wir ja schon das eine Ding. So, aber das gehört damit zur Quest. Haben wir der Quest wieder vorgegriffen. Naja, was soll's, was willst du machen? So haben wir in dieser Folge zumindest nicht nur Fragezeichen abgegiert. Und die Fragezeichen sind jetzt auch ein bisschen, naja, also bis auf die besetzten, auf selbst die besetzten Städtchen, sind jetzt ein bisschen im DLC ein bisschen aufwendiger designt worden. Vorher war es ja einfach nur, okay, sind Monster, Stadt besetzt, fertig. War ein bisschen Grinding. Aber jetzt mit diesen Arachnomorphen zum Beispiel, wo die Stadt dann mit den ganzen, ne, mit der ganzen Spinnenseide bedeckt war, die hätten die Einwohner übrigens aufsammeln und sich was Schönes was draus stricken können. Mithrilhemden zum Beispiel, jedenfalls, was wollte ich sagen und nicht lügen, jedenfalls habe ich das Gefühl, dass im DLC alles noch ein bisschen, dass da noch ein bisschen was draufgesetzt wurde, habe ich das Gefühl. Auch bei den Nebenquests immer noch ein bisschen mehr Geschichte, noch ein bisschen mehr Story und obwohl das war bei Witcher, beim Homespiel eigentlich auch schon so, aber so bei diesen Standardsachen steckt jetzt irgendwie mehr dahinter. Jetzt haben wir einfach nebenbei nochmal diese Quest gefunden, die auf dem Weg, am Wegesrand war. Also schön, DLC gefällt mir bisher, führt das Hauptspiel eigentlich... Also storytechnisch nicht unbedingt weiter, aber erzählt halt einfach eine andere Geschichte. Und nebenbei gibt es noch ganz viele andere Geschichten. Das mag ich immer gerne. Habe ich ja schon erzählt, ich mag gute Geschichten. Die meisten sind hier leider immer relativ kurz. Und ich glaube, ehrlich gesagt, nichts wird mir die Geschichte vom Roten Baron toppen. Ich glaube, das war einfach, das war die krasseste Geschichte von allen im ganzen, also im gesamten Witcher oder generell auch eine der krassesten Quests, die ich bei einem Rollenspiel bisher gesehen habe. Muss ich einfach zugeben, die Story um den Roten Baron, also puh. Da würde ich gerne mal was in der Richtung, würde ich gerne mal, oh, so ein Spiel, was aus solchen Geschichten besteht. Oh, das wäre harter Tobak, ganz ehrlich, da würde ich auch, da kriegst du so schnell die Finger nicht weg. Naja, jedenfalls in der nächsten Folge die paar restlichen Fragezeichen noch. Dann vielleicht noch, doch die beiden Banditenlager sollten wir auf jeden Fall machen, dann haben wir die Quest fertig und dann folgen wir der anderen Quest. Also, es geht voran und vielleicht kriegen wir bald eine neue Rüstung, wie es aussieht. Da hat sich die Hexerrüstung ja eher bedingt gelohnt, würde ich sagen. Ich weiß, in den Kommentaren war viel Aufschrei, immer nach Hexerrüstung. Oh, Hexerrüstung, wirklich auch immer noch keine Hexerrüstung, Hexerrüstung. Habe ich dann auch gemacht. War scheiße teuer, aber dafür hätten wir jetzt die Runen kaufen können. Und letzten Endes, glaube ich, wir kriegen jetzt sogar noch eine bessere Rüstung. Und ich hoffe, wir müssen ihn nicht mit teuren Materialien herstellen, weil wir haben keine Kohle. Wir brauchen 5000 Kronen immer noch. Oh weia, ich werde später zum Fahrenden baden oder irgendwas. Oder werde meinen Hut in Fußgängerzonen auslegen und tanzen mit einem kleinen Äffchen am Gebamsel. So, jedenfalls in der nächsten Folge erst einmal die zwei Fragezeichen. Die übrigens sind ja weg. Und schließlich und endlich noch die Banditenlager. Dann haben wir hoffentlich die Raubritter auch mal weg. Und dann sehen wir weiter, ob wir vielleicht den Kopf der Raubritter auch noch irgendwann kriegen. Ja, bis zur nächsten Folge erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und gehabt euch wohl.